Mein Name ist Hildegard Luze und ich freue mich, dass die Hypokulturstiftung den anderen und mir die Möglichkeit gibt, unser Lieblingsstück hier in dieser Ausstellung zu besprechen. Mein Lieblingsstück ist ein Fembot, a Feminine Robot, ein weiblicher Roboter, und er steht im ersten Raum Mensch und Maschine. Dieser Raum ist gestaltet von Philipp Fürhofer, der es fantastisch fertiggebracht hat, die passende technoide Umgebung für mein Teil zu finden. Mein Fembot ist natürlich kein Roboter, sondern ist ein Kleidungsstück. Man trägt es auf dem Laufsteg. Nadja Auermann, die das gemacht hat, so ein ähnliches Stück zu tragen, hat gesagt, ist ungemütlich, kein Wunder, besteht ja aus Metall und Plastik und Leder und Scharnieren. Und sie hatte blaue Flecken danach. Man kann sowas auch nicht mit Nadel und Faden zusammennähen, sondern man braucht jemanden, der sich mit solchen Materialien auskennt. Und den hat Thierry Mugler gewonnen in Form von Jean-Jacques Urson, einem Industriedesigner, der ihm dabei geholfen hat. War sehr aufwendig, hat bis zu 6 Monaten gedauert, so ein Outfit herzustellen. Umso überraschender, dass manche dieser Outfits schon in der Prêt-à-porter-Zeit entstanden sind, gar nicht in der Haute-Couture-Zeit. Mit anderen Worten, zu keiner Zeit war dem Thierry Mugler ein Aufwand zu groß oder ein Material zu kompliziert, als dass er es nicht benutzt hätte, um seine Visionen rüberzubringen. Und eine Vision, eine Utopie ist das ja. So ein Maschinenmensch, wird der unsere Zukunft sein? Oder wird das eher etwas sein, was wir nicht wollen? Ist es etwas Furchterregendes, dass uns so ein Wesen begegnen könnte, das vielleicht als Roboter denken, fühlen und vielleicht sogar Bewusstsein entwickeln kann? Wie auch immer, solche Visionen sind schon früh gedacht worden, unter anderem sehr einprägsam von Fritz Lang in seinem Film Metropolis, den Mugler natürlich auch kannte. Da gab es im Jahr 1927 auch schon eine beachtliche Maschinenmenschin. Ja, und andere Künstler haben sich wiederum von Mugler anregen lassen, und das finden wir auch in der Ausstellung in Form von Fotografien, die an den Wänden hängen, unter anderem von Helmut Newton. Wenn man diese Robotermenschen ansieht, dann fragt man sich auch, hat das auch etwas mit einer Rüstung zu tun? Ja, Rüstung, Panzer, Schutz, das war schon immer auch ein Thema, das Thierry Mugler in der einen oder anderen Form interessiert hat. Und er hat ganz dezidiert gesagt, die Kleidung des 21. Jahrhunderts wird uns vor allen Dingen schützen müssen. Und das ist spannend, weil wir ja gerade mit solcher Schutzkleidung auch zu tun haben. Und so eine Maschinenmenschin wäre sicherlich viel unangreifbarer, als wir das sind. Aber ich denke, wir werden es auch mit Hilfe der Technik schaffen, ohne Maschinenmenschen gebrauchen zu müssen, die nächste Zukunft zu meistern. Und vor allen Dingen wollen wir da jetzt gar nicht dran denken. Haben Sie viel Spaß weiterhin in der Ausstellung.